Der Jochenstein. Dieser Fels mitten in der Donau liegt 600 Meter flussabwärts vom Kraftwerk oder ca. 25 Kilometer von Passau. Eine Wanderung entlang der roten Linie von Jochenstein nach Engelhardtszell. Dort mit der Radfähre wieder zurück auf die linke Donauseite und zurück zum Ausgangspunkt. Ausgangs- und Endpunkt ist das Haus am Strom. Gemütliche Gehzeit, ca. 90 Minuten. Das Haus am Strom werde ich nach der Wanderung besichtigen und dort mir auch mit meiner Familie eine gute Brotzeit genehmigen. Also los geht's. Über die freie Dammpassage überquere ich die Donau und werde dort auf der rechten Donauuferseite links abbiegen und auf dem Radweg meine Wanderung nach Engelhardtszell fortsetzen. Das rechte Donauufer in Österreich ist erreicht. Ich biege links ab und begebe mich dann sofort auf den Radweg, welcher ganz nahe am Wasser verläuft und mich nach Engelhardtszell zur Fähre bringen wird. Hier ein sehr interessanter Hinweis für die großartige historische Vergangenheit dieser Gegend. Ob Römer beim Straßenbau im Jahre 212 nach Christus wohl schon aus diesem Bächlein getrunken haben? Ich bin jetzt für einige Zeit fast ganz allein auf der Straße. Da kommt mal ein einsamer Radfahrer. Die Fischer werden erst wieder mehr in der Nähe von Engelhardtszell. Weil man mir erzählte, die restlichen 300 Meter der Uferstraße wären wegen Hochwasserschadens noch nicht begehbar, was nicht stimmte, bin ich diese bis zur Fähre auf der etwas lauten Landstraße gegangen. Auf der linken Straßenseite entdecke ich das Schild, welches mich direkt zur Anlegestelle der Fähre leitet. Und eine Fähre ist auch schon da, ein bisschen weit entfernt zum Einsteigen. Bei genauerem Hinsehen merke ich, dass diese Fähre heute außer Betrieb ist. Ich gehe nach oben zum Überführungshaus und setze dort ein Glockensignal für den Fährmann ab. Zwei ewig lange Lastkähne passieren gerade am linken Donaustrand flussabwärts. In der gerade frei werdenden Lücke zwischen Lastkahn 1 und Lastkahn 2 sehe ich, dass die Fähre auf der linken Donauseite ist und dort gerade zwei Radfahrer an Bord gehen. Während die Fähre gerade zum Übersetzen beginnt, mache ich eine nette Bekanntschaft. Hast jetzt du die Fahrt mit dem Postschiff nur zum Zeitvertreib gemacht? Nein, ist ein ganz normaler Linienverkehr. Du kommst von Linz rauf? Linz komme ich rauf, ja. Aha, und du bist nur zum Spaß raufgefahren mit dem Postbus? Spaß nicht, das ist ein Linienverkehr. Ach so, ja. Das ist fix vorgegebene Zeiten sind, das weißt du. Aha. Gibt es ja einen Fahrplan? Mhm. Der Fahrt. Aha, der Tag ist ja schön, ideal, nicht zu heiß. Perfekt zum Fahren. Perfekt, ja. Dann wünsche ich noch eine schöne Rückfahrt. Ja, danke. Und ich warte jetzt auf die Fähre. Die ist ja schon halb herum. Oh, Mama Mia, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hielt den jungen Mann für einen Urlauber. Vielleicht ist er der Kapitän des Busschiffes.
Als erstes informiere ich die Radfahrer und den Kapitän, dass ich diesen Film über YouTube zeigen will und bitte zugleich um ihre Einwilligung. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einwilligungen und frage sofort den Kapitän über den Sommerfahrplan der Fähre. Die fährt vom 1. April bis so Mitte Oktober. Aha, wenn Radfahrerzeit ist. Ganz genau. Ja. Und natürlich auch für die Wanderer. Ne? Ja, ist klar. So wie ich einer bin. Natürlich von den Wandschen zum Krafttierkaffee. Mhm. Das ist natürlich interessant. Wann sehen wir das dann, hat der Kapitän noch gesagt. Damit meinte er, wann sehen wir denn den Film dann? Ich habe ihm geantwortet, frühestens in 2 Wochen, spätestens in 1 Monat. Mal schauen, ob ich das halten kann. Ich werde mich bemühen. Es herrscht ein reger Radfahrerverkehr an der Anlegestelle. Sie sind die Frau vom Fährmann. Mein Gott, nein, ja. Er hat gesagt, ich darf sie aufnehmen. Vorne morgen. Aha, Überführungshaus. Kann man da übernachten auch in dem Haus? Nein. Nicht. Aber es war hier alles überschwemmt. Ja. Durch Hochwasser und jetzt müssen wir es wieder zuverherrichten. Ja, das hat immer, ja, sie sind immer sehr. Genau, ist kaputt. Ja, ja. Schön. Ja, schauen wir mal. Das ist eine schöne Gegend bei euch, gell? Ja, freilich. Wirklich, ja. Es war schade jetzt wirklich, weil es war schon ein gewaltiger ausgegangen ist und ja, bei uns ja, nicht. Ich, ja, ja. Das Wohnhaus ist nicht betroffen, wir wohnen Gott sei Dank nicht da. Aber es wird alles wieder. Man muss halt viel Arbeit und Zeit reinstecken. Aber hoffen wir, dass wirklich auch 100 Wasser war und ja, 100 Jahre nichts mehr. Ja, hoffen ist, wir gell. Wirklich, ja. Also dann, ja. Wiedersehen, danke. Der Gasthof Kornixl mit seinem gemütlichen Biergarten ist weitherum bekannt für seine hervorragenden Fischspezialitäten. Nur noch etliche hundert Meter um das Umspannwerk herum, dann haben wir wieder das Haus am Strom erreicht. Danke für Ihre Begleitung.